Meine Güte, Leute, was hat sich dieser Mann schon alles getraut? Aber diesmal ist er vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Joko Winterscheid, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Oder wie ich vielleicht besser sagen sollte, MC Winterscheid. Du hast etwas Joko getan. MC Winterscheid. Joko MC Winterscheid. Nein, Joko MC Winterscheid. Wenn wir schon über das Thema reden, dann wird sich wenigstens einen seriösen Rappernamen haben. Du hast Folgendes gemacht. Du hast ein fettes Fritz-Konzert gecrashed. Das war das Konzert von Sido. Du bist auf die Bühne und hast, du hast dich eingebracht. Du hast ein paar Rap-Zeilen performt. Die waren ja auch nicht von dir, ne? Wie war das? Ich wollte gerade sagen, wenn du das jetzt bitte richtig stellen könntest, wäre ich dir noch sehr dankbar. Ich musste auf die Bühne, weil Klaas mich dazu gezwungen hat, weil Sido und er irgendwie unter einer Decke steckten und ich habe das Gefühl, das war so eine Racheaktion dafür, dass er bei 30 Seconds to Mars trommeln musste damals. Und ich musste halt bei Sido auf die Bühne und in diesem 30-11-80-Song, wo quasi alle Rapper von Deutschland anwesend sind, durfte ich einmal so durch die Bank die Hälfte von denen einfach mal richtig wegdissen, aber auf so einer, sag ich mal, unterste Schublade-Niveau. Das waren nicht meine Worte, das war nicht davon klar, das ist das Problem dabei. Kommt, wir hören nochmal zusammen rein, was Joko da auf der Bühne gemacht hat. Ein Komet aus Gold, aus dem Ghetto Mönchengladbach, kein Prolet, der so voll wie Echo, den ich platt war. Vino denkt, er wäre ein cooler Rappender Typ, doch er verheddert sich im Metro wie im Dorn geströmt. Du hast so dein Hemd, was glaubst du, wer du bist? Wer bist du denn, dass du dich mit mir misst? Wer denkst du denn, dass du bist du? Was glaubst du denn, wer du bist du? Was erzählt die Backstage-Frauen Hartz IV? In Wahrheit lebst du von Hartz IV. Ja, da waren ja einige dabei, ne? Das ist ja... Ja, das sind vor allem die entspannten Kollegen gewesen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ein schlechtes Gefühl hätte, wenn man die Typen auf der Bühne neben sich stehen, wegdisst, so in einem Rap. Ja, klar, gerne. Ich habe ja gute Erfahrungen mit gemacht. Jetzt gibt's eine Antwort. Wir begrüßen ganz herzlich, schönen guten Morgen, Echo Fresh. Hallo, guten Tag. Ja, schönen guten Morgen aus Köln. Vielleicht sagt ihr euch erstmal einfach, wir hören gleich alle zusammen in den Song rein, den ihr gemacht habt, aber erstmal könnt ihr euch begrüßen. Echo, Joko, Joko, Echo. Schönen guten Morgen. Yo, Winterscheid, bist du das? Du hast mir gesagt, ich bekomme die Chance, was zu sagen, jetzt ist er dabei oder was? Ja, das Lustige ist, Echo hat, glaube ich, noch jemanden mitgebracht aus Berlin, Bas-Sultan Hengs. Hallo, Bas-Sultan Hengs, guten Tag. Nein, was denn? Hallo. Nee. Und ich glaube, die Atzen müssten auch noch da sein. Manni Mark und Frauenarzt, Hallöchen. Ja, guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Joko. Hi. Hallo Joko. Was war da los, Land? Ich würde jetzt, die Herren, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Wir hören uns jetzt alle zusammen den Song an, den Echo, Frauenarzt, Manni Mark und Bas-Sultan Hengs gemacht haben. Joko das und dann können wir es ja danach mal, können wir mal danach drüber sprechen. Kann ich auflegen? Nein, du bleibst bitte, ihr bleibt jetzt alle in der Leitung. So, das ist der Song. Wer fängt an? Ich finde, das Schönste ist, ich glaube, Echo hat sogar gesagt, was, du bist das L bei Tetris, hören wir jetzt gleich, ne? Hier ist Fritz, das ist der Song Joko Diss. Guck mal, dieser Joko Winterscheid. Tja, schönen guten Morgen, Berlin, es ist 9:48 Uhr, hier ist Fritz und das sind Echo Fresh, Manni Mark, Bas-Sultan Hengst und Frauenarzt mit einem Track Joko Diss, den sie für Joko Winterscheid geschrieben haben in diesem Fall. Joko, bist du eigentlich noch da? Sitze konsterniert im Auto. Dass ich mir das bei dir anhören muss, ne, wo du gestern Abend sagst, können wir einen Caller machen zu dem Song? Das wäre mega für mich. Und dann gesagt, ja klar, gerne. Und dann hast du die ganzen, ich fange jetzt nicht an, wieder hier unhöflich zu werden, weil wer weiß, welchen Hass ich auf mich sehe, aber dann hast du die Jungs dazu geholt, würde ich einfach mal höflich sagen. Naja, aber vielleicht können wir die Situation mal nutzen und ihr könnt euch mal aussprechen. Also Echo zum Beispiel, aus Köln jetzt gerade zugeschaltet, Joko. Das ist ja auch, was war die Zeile nochmal? Du hast nur ein IQ von 2,112 zum Beispiel, Joko, hat der Echo gesagt. Echo, das ja, ist er überhaupt noch da? Ja, richtig. Ja, alles klar. Der Joko denkt, er hat einen Pass einfach, weil er aus der gleichen Gegend kommt wie ich und wir beide aus Mönchengladbach kommen. Aber so einfach in unsere Welt zu steppen, das geht nicht. Das ist einfach ein Schritt zu weit. Schon vor ein paar Tagen beim Grimme-Preis wollte er ein Foto unbedingt machen mit mir und Herrn Bundespräsident Gauck. Und zwar das beiden unangenehm, aber dann haben wir gedacht, ja okay, komm, machen wir ein Foto mit dem Stalker hier, ja. Und dann haben wir es gemacht und ja, ich habe es auf jeden Fall bereut. Ich habe noch ein paar Rhymes. Ich beiße Joko wie ein Kroko und verfolge dich wie die Soko.
Komm nicht in unsere Welt, Joko. Wir kommen auch nicht zu dir und fangen an, irgendwie zu moderieren oder so. Das war einfach ein Schritt zu weit von dir. Was sagen die Berliner? Was sagt die Berliner Fraktion? Ja, das sieht, ich kann da dem Echo nur zustimmen, ne? Also erst mal mit der Oberliga, also Frauenarzt hier, ja, für alle, die mir jetzt nicht so gut kennen. Also, der kommt auf die Bühne in Berlin, ja, mit der Oberliga, der Rapper, und liest da erstmal seine Rhymes vom Zettel ab und denkt, er kann die ganze Rap-Landschaft durchdissen. Und da sind wir einfach nicht down mit. Also das ist, Joko, da bist du ein paar Schritte zu weit gegangen und deswegen, der Track musste einfach sein. Und hier so diese Ausreden, also du und Klaas, ihr steckt eh unter einer Decke. Also da brauchst du jetzt gar nicht... Aber sag mal, hat Bass Sultan Hengst wirklich Violetta geknallt? Die kennen wir ja nun von Zirkus Halligalli. Ja, das Lustige war ja, ich war ja eine Woche vorher da und dann bin ich auf den Frankhaus gekommen und hab dann mit Violetta rumgeknutscht, aber ich dachte erstmal, das wäre seine Mutter. Oh! Und dann haben sie ja gewartet, dass ich dann nächste Woche wiederkomme. Ich würde gerne ganz kurz nochmal einhaken. Ja, bitte, das Schlusswort gehört hier. Frauen hast gerade gesagt, ja. Er hat natürlich recht, es war die Rap-Oberliga, aber es war halt nicht die Rap-Bundesliga. Ich finde, da muss man sich jetzt nicht so, das war jetzt nicht die erste Liga, die da auf der Bühne stand. Oh, Dicker, mach's noch weiter, oder was? Ich muss noch einen Song schreiben. Ey, Leute. Also, Echo von dir muss ich sagen, ich hab wenigstens sagen, du bist in Köln und ich bin gerade in meinem Auto in Berlin. Ich fahre gerade in Köln. Joko, übrigens. Ich bin mal gespannt, was Joko, wo bist du? Du leid dir ganz bitte. Wo bist du? Marktstraße, Ecke, Erkstraße. Jetzt wird gerade grün, ich fahre rechts rum. Ja. Wir kommen da jetzt alle hin. So, Jungs. Wir kommen da jetzt hin. Wie geht's jetzt weiter? Macht ihr zusammen irgendeine Tour auch? Also ich komme alles klar, ey, vielen Dank. Danke, Echo, Manny Mark, Bass Sultan Hengst, Frauenarzt, dass ihr das mitgemacht habt. Der Joko hat sich sehr gefreut, glaube ich. Joko, es ist ein sonniger Tag in Berlin. Genieß es einfach. Ja, wir finden dich, Joko. Wir kommen, hey, Joko, Wir gucken mal, was Montag dann bei Zirkus Halligalli wieder passiert. Also vielen herzlichen Dank euch allen. Schönen Tag, ja, macht's gut. Ciao. Vielen Dank. Ah, Joko, ihr habt dich lieb. Bis dann. Ciao.